Da kam ich irgendwo her. Von hier vielleicht? Nee, ich glaube, ich bin nicht durch so einen Durchgang gegangen, oder? Kann es sein, dass ich mich irre? Da! Ich sehe wieder Da unsere läuft der Wache. Gast. Komm schon. Ich warte auf dich. Du sollst herkommen, damit ich dich fressen kann. Der greift. Ha. Ah, da bist du also. Na los, Gast, greif mich an. Ich warte. Oh oh. Muss man links oder rechts klicken? Und schlagen. Ach so. Jetzt greift er wieder dich an. Ah, scheiße. Hallo, Gast. Greif mich an. Ich warte auf dich. Du kannst auch laufen. Alter. Die werden immer schneller, glaube ich. Ich hab jetzt lauf weg, lauf zur Röhre. Lauf. Die können, wenn du läufst, nicht zielen. Auf den Gang da. In den Gang. Ja, und jetzt bleib stehen. Ich glaube, dass dieser Gast irgendwas gegen uns hat. Da oben bist du übrigens. Der Drachenkrebs läuft durch die Hölle und macht gar nichts. Ich bin durchgekommen. Ich hoffe, das war die spannendste Stelle in unserer ganzen Aufnahme heute. Wahrscheinlich die spannendste Stelle aller Zeiten. Hast du Goldnuggets und so? Goldnuggets. Ich habe ein Goldnugget und 7 Feuer. Also ich würde weglegen. Das Feuer auch. Hier jetzt nicht. Alter! Zumindest in dieser Chest hier. Nee. Oh scheiße, mein Eisenschwert ist ja. Ach, ich brauch. Mein Eisenschwert ist auch schon drauf und dran kaputt zu gehen. Ja, meins auch. Ich mach mal 2 neue, okay? Ja. So, bestell ich habe, ich kann die 2 Schwerter machen. Ja, jetzt müsste funktionieren. An welche Nummer denn? An die Nummer. An die Nummer 267. Okay. Kommt sofort. Und wie viel Netherrack haben wir? Ach, da ist auch wieder einiges. 1, 2. Wir
Wenn man so bedenkt, woher der Name Netarak eigentlich kommt. Woher denn? Vom Wort Netarock eigentlich. Also Netarstein heißt es im Prinzip. Also eher Netarfels, wenn man es genau nimmt. Aber da haben sie es irgendwie auf Rack genannt. Ich weiß auch nicht mehr warum. Ich frag mich, wo dieser ganze Tunnel hier noch hinführen soll. Bist du eine Unterweltfeste? Ich mach mal hier so einen Seitenausgang wieder. Da haben wir unter so ein riesiges Netzwerk. Ja, da bräuchten wir bald mal Schilder vielleicht. Auf denen so draufsteht, wo was hinführt. Alter, ich habe hier abgebaut und jetzt ist alles wieder da, wo es war. Ja, weil ich durch die Hölle gegangen bin. Das Lava. Ich geh wieder durch die Hölle. Aber ich muss meinen Kids-Vorrat wieder auf die normalen 40 auffrischen. Oder eher 50. So, der Service kommt. Oh, endlich! Waren sie denn so lange? Oh. Hä? Die hat in die Lava gefallen und hat kein Leben verloren. Das war ein Spielfehler, glaube ich, einfach nur. Und dann bin ich aber wieder hochgespawnt worden. Ja, dann bist du einfach nur verbuggt irgendwo hingesetzt worden vom Spiel. Ey, du! Ja? Hier, dein bestelltes Schwert. So, soll ich noch irgendwas in die Chest tun? Hallo. Die Flammen und so vielleicht. Ja, bring die Nuggets und so. Bring das erstmal weg. Ich sortiere es dann später. Du hast einfach mal brennende Flammen in der Hand. Kannst du mal ins Inventar gehen? Ich glaube, ich habe nämlich gesehen. Die welche Kohle oder sowas. Oder das Eisen weg. Nein, das Eisen behalte ich für Tools. Oder das da. Du kannst das Netherzeug mitnehmen. Ey. Gibt's noch was? Nee, sonst nichts mehr. Jetzt könnte ich hier eine Flamme platzieren. Könntest du machen, aber das bringt nichts. Die sind leider teuer. So, die kommen jetzt in ach, keine Ahnung, scheiß auf drauf Minuten, oder? Jetzt könnte ich einen Flugmodus gebrauchen. Auf jeden Fall soll dieser Tunnel da ungefähr da unten auf unsere kleine Insel da führen, wo wir auch öfters. Na endlich! Hat der mal gefressen. Das führt dann halt dahin und dann. Man kann von hier aus den Tunnelanfang sehen. Praktisch. Wo? Oh, zeig. Von diesem Teil des Tunnels. Trotzdem, in meinen Texturen packt sich alles viel schöner aus. Das werde ich sofort wieder installieren, wenn ich es geupdatet habe. Du hast das ja eigentlich jetzt auch alles nur wegen mir geupdatet. Ja, weil du natürlich gleich die neue Version brauchst. Weil ich die alte eigentlich will. Tut mir leid, aber... Warum sind wir eigentlich wieder auf 7 Bilder pro Sekunde? Wir werden scheiß Grafik haben. Ich glaube, ich mache mir mal eine neue Spitzhacke. Mann, das ist mal die netterhafteste Aufnahme, die wir je hatten. Finde ich dann in der Kiste hier. So, wir könnten eine neue Tour machen. Im Neta diesmal oder wo? Ja. Oh je, hier war ein schlimmer Angriff. Hier ziehe ich schon mal unsere Wände für das spätere Konstrukt, das hier noch lang führen wird. Wo wurdest du abgeschossen? Hier steht eigentlich nichts mehr. Ja, cool.
Wenn man, wenn man Flammen auch abbauen könnte, oder? Mhm. Mit Scheren. Ja, das ergibt überhaupt nur Sinn mit Scheren. So, jetzt gab es wieder eine Unterbrechung. So, dahin, da führt unser Tunnel hoch. Also unsere Geheimtreppe. Da bauen wir natürlich später noch eine richtige Treppe hier hoch. Ich mache hier schon mal den Gang richtig breit. Den ich gemacht habe. Ich bin gerade drauf und dran, die Feuer hier zu löschen. Das ist ziemlich viel Arbeit. Denkt man so gar nicht. Ja. Du müsstest mal zeigen, wo ich mich versteckt habe. Mein Versteck wurde ja getroffen. Hm. Ist ja genau. Ich glaube, es sind zwei Gas da. Wisst ihr, wie weit geht denn das hier runter? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann wird das Ganze hier nochmal besser gemacht. Dann kann man direkt vom Tunnel aus nochmal in unsere geheime Basissache gehen. Also diese Netherfestung, die wir uns hier unten bauen, die wird riesig. Und das nur, um eine Netherfestung zu finden. Naja, nicht nur. Auch um einfach eine große Basis im Nether zu haben. Höhlenrotte! Gerade haben wir auch keine Höhlenratte gefunden, jetzt finden wir die massenhaft. Mhm. Hat Redstone gedroppt. Ja. Oh, Mist. Ach, egal. Oh, auf dem Ding ist eine... Ich befinde mich jetzt gerade auf unserem Ding. Das ist gut, da können wir auch noch einen Weg hochbauen. Dass man da oben noch einen zweiten Stock hat, sozusagen. Da unten bei dem, der war in der Nähe von dir, müsste... Irgendwo ist ein Höllenrad verkackt. Ja. Hallo? Hallo? Okay, der Zombie-Pick liegt jetzt in der Lava. Nur ist hier der Nachteil, man ist eine, man ist ein gut abschießbares Ziel. Oh, wenig Speicherplatz. Das bedeutet, wir werden gleich mal eine Aufnahmeunterbrechung machen. Und das offline zocken, oder? Ja. Also in einer Minute machen wir jetzt eine Aufnahmepause, dann passt das auch. Hör mal, sag mal kurz leise. Ja. Ich meine gerade ein ja, hier ist es. Hier ist ein Zombie-Slime. Ein Nether-Slime. Oh. Hier irgendwo. Hier war doch auch irgendwo... Komm mal mit, komm mal hier. Hier war doch irgendwo auch eine Höhle. Ja. Komm mal. Also Leute. Ich würde sagen, diese Treppe hier baue ich mal offscreen, weil... Kommt, das ist eh nicht so interessant, was wir hier gerade machen mit Bauen. Zumindest nicht so interessant wie es gerade eben. Du kannst aber noch den Slime nicht mehr. Also so eine große Abenteuertour machen wir jetzt nicht mehr. Also den Slime nicht mehr holen, oder wie? Doch, den holen wir noch. Dann komm. Aber nicht mehr in der Aufnahme jetzt. Okay. Also Leute, ich sage mal an dieser Stelle Tschüssi und wir sehen uns bald wieder.